all die unerfüllbaren Erwartungen, all der nimmer enden wollende Kampf und einen Hauch Anerkennung, all die Gedanken, die einen in den Wahnsinn peitschen. Kurz, all das, das unerträgliche Ertragen. Oder? Boom. Fertig. Das ganze Stück handelt darum, dass dieser Prinz mit sich selber versucht, ins Reine zu kommen, um seinen Vater zu rächen. Er zögert, er denkt nach, er denkt über den Sinn des Lebens nach, wird wahnsinnig oder spielt den Wahnsinn dabei und ganz am Schluss, da kommt es dann wirklich zu einem Showdown. Du bist Hamlet, ja, der universale Zerdenker, der universale Zergrübler. Denke, grüble da oben nach. Habe ich eine Wahl? Welche? Horatio, welche Wahl habe ich jetzt? Es ist so, dass wir kurz vor dem Ende anfangen und wir wollen eigentlich die Katastrophe am Ende vermeiden und deswegen gibt es diese Zwischenebene und da arbeiten sich Horatio mit Hamlet und Ophelia zusammen zurück zum Anfang und versuchen da die Katastrophe abzuwenden. Was sind Worte? Was wollen Sie uns sagen? Wonach steht Ihnen der Sinn? Wonach steht Hamlet, dieser von Wahnsinn zersetzten Universalfigur von Papa Shakespeare, sind? Bei uns war wichtig, auch einen Bezug zu heute herzustellen, diesen Bezug zu suchen und dann diesen Bezug auch mit den Jugendlichen zu erarbeiten. Ich frage alles gefragt, ist es legitim, sich selbst zu töten? Ja, tja, tja, tja. Ich meine, hat das Sinn? Hat was Sinn? Das, was das? Dass sich töten? Auf der Zwischenebene ist es so, dass man eigentlich dieses Rachemotiv befragt. Ein Transfer zwischen damals und heute. Was bedeutet Rache heute noch? Diese verfluchte Hand hier trieft vom Bruderblut. Es gibt so oder so viel zu wenig Wasser im heiligen Himmel, falls es ihn geben sollte, um sie wieder schneeweiß reinzuwaschen. Wozu dann Frieden und Gnade? Schuld ist immer stärker als Gnade. Als Vergebung. Bullshit. Ja, das ist das. Also bei uns ist es so, dass wir dem Geist eine besondere Rolle zugeteilt haben. Er bleibt zwar Geist, aber sagen wir so, er wurde ein bisschen ausgedehnt. Wenn seine verborgene Schuld nicht aufblitzt oder gar aus ihm herausschießt, dann war der Geist nichts weiter als ein gequälter Geist. Dann war es also ein Menschengeistergeist und nicht meines Vaters. Bewegung ist ja bei unseren Inszenierungen immer auch ein Thema und eine sehr abstrakte, atmosphärische Ebene, die eigentlich dem Zuschauer den Raum gibt, sich selber die Verbindungen herzustellen. Ihr beruft euch also auf Demokratie. Monarchie ist over, sorry. Okay, gut. Demokratie. Und bitte.